So, dann gehe ich jetzt hier den Dungeon Kaserne von Khor Dragan machen. Das kann ich schnell überprüfen, das läuft alles okay. Ich habe ja zuerst hier die Karte noch ein bisschen aufdecken wollen. Aber ich werde jetzt halt doch es verbinden mit Dungeon und so weiter und mal schauen. Ich mache es so spontan einfach. Quitus Galerie. Oh Mist, ich bin fast voll. Das heißt, ich nehme noch einen Trank. Ich weiß nicht, da die Tränke, die ich habe. Ich glaube, ich werfe die mir dann einfach rein und. Noch schön gemacht, aha. Axtleiche des Horror heißen die. Die hauen dir die Axt über die Birne. Ja, ich gehe diesmal zuerst recht. Horror heißen die, okay. Herold des Leidens, Julek. Was ist das? Heißt das, ich habe jetzt gerade eine Nebenquest bekommen durch das? Irgendeine blutverschmierte Notiz, hä? Blutverschmierte Notiz, Questgegenstand. Vergebt mir, Rosa, die Worte zerreißen mich, aber unser gemeinsames Leben, es ist vorbei. Etwas hat mich befallen. Ich fürchte, dass ich nun verdammt bin. Bitte suche niemals nach mir. Ich werde dich immer lieben, dein Julek. Das ist der, wo ich jetzt gerade getötet habe. Habe ich denn jetzt eine Quest? Tatsächlich? Findet Rosa und überbringt die blutverschmierte Notiz. Ich habe eine blutverschmierte Notiz gefunden, die an Rosa in Menestad adressiert ist. Falls ich sie finde, sollte ich sie ausliefern. Ah, cool. Das heißt, man kann auch Nebenquests bekommen. Tut mir leid, habe ich den erschlagen müssen, aber wahrscheinlich war das ein Vampir oder so. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Horrorbogenschütz. Ich muss warten. Das Gift weg, ja. Bin ja letztes Mal da drin stehen geblieben im Gift und hat es mich getötet. Wobei, das war ein bisschen sehr viele Giftquellen dann. Falsche Taste, ich wollte M drücken. Ja, ja.
Ich bin noch nicht bereit. Also hier oben hat es eine verschlossene Tür. Keine Ahnung, ob ich da rein kann oder nicht. Das heißt, dass... Das heißt, auf dem Weg wäre ich trotzdem hierhin gekommen. Hä? Na, warte mal, da kann man ja auch hinein. Hä? Skelett war dort aufgespießt, das wollte sich gerade befreien. Hä? Hat es anscheinend Holz zum Feuer machen. Aha, hier ist jetzt eine Tür. Hä? Ist wahrscheinlich zu. Ah ne, hier kommt man noch durch. Ne? Kasernentor. Aktiviere Tormechanismus. Zwei Stück. Ne? Dann suche ich den mal. Zersplitterter Wiedergänger. So, das war ein Tormechanismus. Jetzt muss ich noch den zweiten finden. Ich frage mich, was da genau schlüpft oder rauskommt, wenn es... Ist ein bisschen schade, kann man das nicht kaputt machen. Mein Mann möchte ja das verhindern, dass sich das weiter ausbreitet. So, der zweite Tormechanismus scheint dort unten zu sein. Okay, ich warte gerade, bis das Gift weg ist. Tormechanismus 2 gefunden. Vermutlich... Ah, noch nicht. Ich wollte gerade sagen, vermutlich bin ich bald demnächst überladen. Aber ich habe noch ein paar Plätze. Schau grad mal, ich habe jetzt hier alles aufgedeckt. Das heißt, ich kann jetzt da noch durch das Tor durch. Ich wollte zuerst
Türe sagen, aber es ist ein Tor. Also falls das am Boden eingraviert ist, dass es das Böse fernhält, dann hat das nicht viel gebracht. Oh, jetzt geht's hinunter. Ich muss sagen, so die Dungeons machen mir noch Spaß, die zu erkunden. Also wenn die aus dem Boden kommen, kann man die noch nicht bearbeiten. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Ich wollte gerade sagen, irgendwo einer, es sollte noch irgendwo einer sein. Elender Wiedergänger, was heißt der? Elendiger Wiedergänger, blutdürstiger Wiedergänger. Quartier der Ausblutung. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin ja dann gespannt, was die, sag jetzt mal, die Hardcore-Fans sagen werden zum neuen Update, zum neuen Mechanismus. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ich werde wahrscheinlich, das wusste ich natürlich nicht, dass es innerhalb der Dungeons auch noch Quests gibt. Weil ich habe ja in der vorderen Episode eben ein bisschen versucht, die Karte aufzudecken und dann eben die Nebenquests zu finden. Eine habe ich gefunden. Jetzt ist hier Ziel zerstört, Blutbeulen, 5 Stück. Okay. Ich will mal schauen, was kommen da aus den Blasen raus? Was passiert da? So eine Truhe hätte ich jetzt schon länger nicht mehr. Okay, hier muss ich jetzt ein bisschen schauen, wo ich da... Keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal links durch und dann...
Virus. Virus. Wie? Sudelblut. Virus Sudelblut, ja, der heißt wirklich so. Das habe ich vermutet, dass das bald kommt. Aber Legendäres hat es jetzt gefühlt schon länger nicht mehr gegeben. Ich gehe das jetzt einfach zerlegen, dass ich dann ein bisschen Material habe. Ja, ich zerlege alles fertig. Eine gute Ausbeute. Das heißt, ich gehe direkt wieder da rein und mache weiter. Ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Ich glaube, das würde hier wahrscheinlich auch noch weitergehen, oder was? Also hier habe ich noch einen gesehen. Ereignis beigetreten. Ewige Qualen. Zerstört die Knochenmasse. Ich muss warten. Okay, so ein Ereignis hatte ich noch nie. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss warten. Ich bin noch nicht bereit. Da kommt die Truhe da. Was steht da? Ah, Seso Stufe 16. Ich weiß eben nicht, was genau da zu dem Fortschritt beiträgt. Und also ich glaube alles, so wie ich gelesen habe, glaube ich. So, da oben die Ecke hatte ich. Jetzt muss ich noch so drei von den Blutbeulen, oder wie das da heißt. Ja, Blutbeulen. Hier drinnen ist so eine Küche oder so, hm? Ich weiß ja nicht, ob man mal so ein intaktes Gebäude sieht, wo das alles noch funktioniert oder so. Ich meine, da müssen ja hunderte
gewohnt haben wahrscheinlich. Das ist ja riesig. Ich bin noch nicht bereit. Was auch noch aber witzig ist, dass man da die Fallen zum Teil ausnutzen könnte, theoretisch. Dass die Gegner da reinlaufen und so. Okay, das war ein bisschen blöd, da den Todesstoß zu nutzen. Hat. Meister des Fleisches. Belagerungsmeister Rurik. Rurik heißt ja auch da der Prinz Rurik in Guild Wars 1. Glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Das hat mich jetzt gerade an der erinnert, ehrlich gesagt. Was ist das da drüben? Ah, der ist sich da am heilen, oder was macht der da? Warte mal. Schon noch ein riesen Areal hier, oder ne? Ah, jetzt bin ich Stufe 45. Das bedeutet, ich kann jetzt danach die... Da den Stützpunkt einnehmen, genau. Jetzt hab das Wort nicht gefunden, wie das schon wieder heißt. Das heißt, ich kann jetzt auch Heiltränke höher. Schau mal gerade, wie groß das ist. Ja, wahrscheinlich ist das gleich zu Ende hier, ha? Also hier unten ist ein Heiltrank, das bedeutet, dass da wahrscheinlich, ein Boss gleich kommen wird. Ich bin gerade am überlegen, was ich jetzt am besten... Eigentlich wäre vielleicht da der... Ja gut, ich hätte da noch einiges. Ja, ich glaube, ich werde da die Grundfertigkeit dann mal hoch machen. He? Gut, das geht in Anführungszeichen nur 5%. Ja gut, es summiert sich ja dann mit der Zeit. Ich nehme das jetzt einfach mal.
bin eigentlich gerade überrascht, dass jetzt da kein Endboss kommt. Das heißt, theoretisch wäre ich von hier oben runtergekommen. Genau. Ja, ja, hab dich gesehen. Das heißt, hier muss noch irgendwo so ein Blutding sein. Das ist wahrscheinlich hier unten jetzt. Moment mal, ich hab da irgendwas gehört. Aha, das ist die Falle, okay. Ich bin noch nicht bereit. Bei denen ist man ja immer ein bisschen länger beschäftigt. Noch nicht bereit. Okay, hier hinten hat es jetzt noch mal so ein Ding. Huh? Ich bin noch nicht bereit. Portal abgeschlossen. Kaserne vom Chor Dragan. Das heißt, hiermit ist das abgeschlossen. Hä? Das heißt, ich muss jetzt zurück in die Hauptstadt. Dort habe ich jetzt die Möglichkeit, die Heiltränke zu upgraden. Ah, das ist wieder nur die Falle. Das hat mich gerade irritiert. Ich dachte, das sei noch irgendwas. Das heißt, ich porte jetzt zurück. Vermutlich kann ich ja da jetzt auch noch stärkere Tränke allgemein machen. Ich weiß nicht, ob ich direkt da den Stützpunkt probieren will. Wahrscheinlich werde ich da wieder mal sterben. Ja, ja, ich recycle gerade alles direkt fertig. Dann Heiltränke. Hm? Ich habe keine Ahnung, ob ich da das Zeug habe, wo ich brauche. Was braucht ihr? Nein. Heulermoos. Jetzt ist die gute Frage, wo bekomme ich das? Ein Kraut, das für die Herstellung von Tränken, Elixieren und Räucherwerk verwendet wird, lässt sich in
Skosglen finden. Ah, das ist dann hier oben. Hä? Das ist aber ein bisschen blöd gemacht irgendwie, oder ne? Jetzt müsste ich theoretisch nur für den... damit ich die Tränke upgraden kann, da hoch. Hä? Hm. Wie sieht es denn da mit so anderen Tränken aus? Stufe 35. Schattenwiderstand. Also bei Stufe 45 gibt es nur einfach Schattenwiderstand, Kälte, Gift, Feuer, Blitzwiderstand. Ich glaube, ich werde hier einfach mal die ganzen Tränke jetzt einfach trinken. Ich habe nicht mal durchgelesen, was das ist. Die hat es mir so... Ich glaube, ich werde die einfach mal brauchen. Das ist ja besser, als die wegzuwerfen oder so. Das sind ja nur niedrigstufige. Ich werde, glaube ich, da den Stützpunkt mal einfach probieren. Aha, nee, jetzt nicht mehr durchs Portal. Hä?